Sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Hier sind sie von Glitter. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen. Echt, ich hab stabil. Sie wählen zumeist das 40. Letztere. Ich hab ein Minimum. Aber nur an diesen Szenen, wo die Kugeln beschwören. Echt? Ich weiß nicht warum. Wenn die Kugel weg ist, geht das wieder. Ihr habt die euch überkommene Finsternis selbst zu verantworten, Sterblicher. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Versteckt sie sich bitte in so einem Leichenhaufen? Ich bin Myriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen, doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentigel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Hier, schnell, schnell, schnell. Okay. Altair, er beobachtet euch. Die Menschheit widerte mich zunehmend an, während ich ins Sanctuario weilte. Als ich Maltail schließlich... Ihr solltet aufhören, mir zu folgen und euch zur Enklave der Überlebenden begeben, bevor euch etwas zustößt. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können, sagen wir einfach... Als ich das erste Mal auf einen Leichenerwecker traf, nahm ich an, ihn besiegen zu können. Dann streckte er den Arm aus und der Boden vor ihm wurde in einem spektralen Licht gebadet. Die Knochen von Menschen und Tieren erhoben sich aus der Erde und kamen auf mich zu. Der Raft tauchte wie aus dem Nichts auf. Seine eklige Masse aufgeblähten Fleisches glitt geräuschlos durch die Luft. Als ich ihn endlich bemerkte, war ich wie gelähmt. Es schien mir, als ob ich in einem furchtbaren Wachtraum gefangen war. Ich blickte zu Boden und sah, wie Ranken aus Energie sich um meine Füße wanden. Da erkannte ich, dass es nicht Angst war, die mich lähmte, sondern die Magie des Seraphs. Ich sehe, dass ihr euch die Schuld an Leas Schicksal gebt. Ihr habt also von Lea gehört? Ich sehe nicht nur die Zukunft, sondern auch die Vergangenheit. Lasst euch davon nicht überwältigen. Ach, macht euch um mich keine Sorgen. Ich werde Adria töten und dann geht es mir wieder gut. Wir töten einfach mal die Adria. Ja, wir töten einfach Leute und dann geht's gleich wieder gut. Ach, so ist das halt, ne? Ja, ja. Mach ich auch immer, mir geht's schlecht. Dann suche ich irgendwelche Leute auf der Straße und die töte ich da einfach. Also, wer macht das denn nicht so? Ein Wegpunkt. Oh, cool, ein Wegpunkt, ja. Die Leute schon irgendwo. Hüpfen oder so. Blöd braucht ja keinen Loot, hat er den Ziegen drauf. Seid nicht so griesgrämig. Es gibt vieles, worüber ihr euch freuen könnt. Ihr macht wohl Witze. Wenn ich eines gelernt habe, dann, dass es in finsteren Zeiten immer hilft, ein Lächeln auf dem Gesicht zu haben. Wenn ihr erst so viel verloren habt wie ich, werdet ihr vielleicht verstehen. Nix drin. Super. Also, Seherin, sagt mir, werden dieser ständige Tod und die unaufhörliche Zerstörung je ein Ende finden? Natürlich wird all das enden. Und ihr werdet ein langes und glückliches Leben.
Oh, der Zillot hat da so ein Event gestartet, bei dem wir nicht dabei sein konnten. Stimmt aber nicht. Die Aufnahme sehen wir erst gestartet. Ja, das ist drin hier. Ich liebe es. Jetzt werde ich mich beweisen. Wunderbar, euch endlich zu treffen. Ob Fox hinein doch schnell bringen. Ein wenig mager war, als mich meine Visionen haben erwarten lassen. Ihr gebt einfach nicht genug auf euch acht. Immer steht die Rettung der Welt an erster Stelle. Das Goblin. Der Goblin ist schon tot. Nein, der flieht. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn. Oh, so viel los, los, los. Sieht aus wie ein dicker Zwerg. Was so aussieht. So viel Loot, das tut voll gut. So, erstmal gucken. Aha. Ah. Bauplan, okay. Da, mhm. Zählt eine Zweihand-Axt. Besser. Ich geh mal kurz. Das soll Kopf kaputt machen. So, Ball, ey. Ich kehre in die Stadt zurück. Wenn da legendäre Sachen droppen und so, dann habe ich keine Platz mehr. So. Muss jetzt sein. Zwei verwirrend jetzt, weil wir nicht mehr in der Bastion sind. Geht alles auf mein Essen von meinem Blutsplittern. Ja, 500. Du hast schon 500 Blutsplitter, oha. Man kann nur 500 sagen. Ja, wie viele hast du? 100. Ach, 100, okay. 500. Jetzt entscheide dich mal. 100, 500, 500, 1000, 50 Millionen, was auch immer. Ich habe gesagt. Doch, du hast 100 gesagt. Okay. Ich glaube, er hat 5 gesagt, aber. Ja. Mit 2 Nullen dran. 5000 und so. Und der Askar-Soldat hat. Och ja. Spreu im Winde. Guckst du, wo ist Oscar? Ich weiß nicht, der ist in die andere Richtung gelaufen. Komm, der ist jetzt da. Der Trauer? Hier wird bestimmt nichts Schlimmes passieren.
Ja, der Asra, da war es, mit den Frauen reden. Hm? Du hast doch deine Frau jetzt dabei hier, die gute Margaret. Ja. Sie Margaret. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Ach, jetzt wartet sie, oder was? Ja. Sie hat Angst vor dir, Foxy. Hab ich auch. Ich bin keine Kampfstärke. Ach, du hast auch Angst vor dir. Du hast Angst vor dir selber, okay. Ah, vor der alten Frau, also dieser Kampfzwerg. Den hab ich voll auch so an der Zwergenfrau. Und die Zwergenfrauen haben halt einen Bart noch. Ja, die Zwergenfrauen haben natürlich einen Bart noch mit dazu. Ja, kann es doch nicht, aus WoW und so. Ist der Städte, ich wollte eine Zwergenfrau. Hm? Stell dir eine Zwergenfrau retten, oder? Natürlich, ich erstelle mir eine Zwergenfrau. Ich spiele natürlich bloß keine Allianz, aber. Ja, du kannst mit mir anfangen, ich kann dir dann alles zeigen. So. Nein, als ob ich Allianz spiele. Zudem habe ich schon Allianz gesagt, der ist Stufe 11 oder so. Ja, da hast du aber noch die ganze Welt gesehen, warum? Ja, ich hab mit dem schon die ganze Welt gesehen, ich weiß. Nicht die ganze Welt gesehen, doch. Doch, ich hab die ganze Welt. Ich hab die ganze Welt mit Schnitzelbart schon gesehen, also. Und wer genau ist dieser regulären Charakter Schnitzelbart genannt? Mein Main ist Schnitzelbart, ja. Gut, gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Nam. Auf zu Tyrael. Der Tod wird. Schaut, der Splitter wandelt sich. Maltael ändert irgendwie die Beschaffenheit des Seelensteins. In der Tat. Ach da. Er hat die Kraft der Seelen Westmarks gesammelt, um den Seelenstein zu verändern. Doch ich begreife seine Absichten noch immer nicht. Er tötet alles und jeden. Viel mehr braucht ihr doch gar nicht zu wissen. Um ihn aufzuhalten, müssen wir wissen, was er als nächstes tut. Und dafür müssen wir seinen Plan verstehen. Oh mein Gott, Feuerwehr! Alarm! 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 Wir müssen zur Feuerwehr! Alarm! Alarm! Jetzt müssen die nur noch so ein Bett herbringen und dann. Es ist an der Zeit, dass er stirbt. Oscar? Was? Wieso? Was ist denn los? Ich will nicht wissen, was du gegoogelt hast. Hey, ich hab nur mal Alarm gegoogelt. Dann kam dieses Video mit diesem Typen, der Alarm schreit. Welchen anderen Typen, die so ein Bett herbringen. Dies wird ein guter Kampf. Oha, die sind auf einmal blau geworden. Da haben sie wohl so viel getrunken, oder was? Darum heißt es ja auch beispielsweise hier blauer, so die Erde ist gleich blauer Planet, weil hier sind ja eh nur alle Leute blau, also. Wir sind voll die Schlümpfe halt. Oder Zillot. Maltaels Einfluss verdirbt sowohl Mensch als auch. So MC Holt. Die Hunde von Westmark, so. Einst zahm und sanftmütig, erst recht kein haben Kunde, sich ja zu wilden gewandelt. Oha. Rudeln streifen sie durch die Straßen. Von stetem Hunger getrieben und zerfleischen ihre Opfer. Ich sah, wie sie einen Soldaten geradezu zerrissen. Als seine Schreie Hacker verstummten, wandten sie sich mir Motherfucker zu. Aha. Viele der ältesten Ahnungsvoll in Westmark hielten ja, sich gewaltige Jagdhunde. Ich weiß, dass ich ein badass Motherfucker bin und du bist nur so ein kleiner so sie in den Hacker da. Ja, der krasseste Richter. Ja, ich bin der krasseste Richter hier im Saal, also. Und gemeinsam jagen sie die Bewohner Westmarks. Ich will gar nicht daran denken, was sie mit den Leichen anstellen. Oha, da ist ja das Ding von Justinia an dem irgendwas. Es ist vollbracht. Die Blutlinie von Rathis kehrt auf den Thron von Westmark zurück. Und damit meint ihr euch?
Meine Großmutter war die Tochter Corellans. Er hat sich jedoch nie zu ihr bekannt, da nicht die Königin ihre Mutter war, sondern eine Kurtisane. Mit der Unterstützung der Bauern werde ich die Westmark zu einem friedvollen, gerechten Ort machen. Der Faulenzerei der Wohlhabenden wird ein Ende gesetzt. Natürlich wird es ein wenig Blutvergießen geben. Wir müssen schließlich ein Exempel statuieren, unseren Machtanspruch stärken. Doch das ist nur ein kleiner Preis. Ihr habt euren König verraten, während die Einwohner Westmarks in den Straßen massakriert wurden. Ihr verdient den Thron nicht. Mein gesamtes Leben habe ich mich auf diesen Tag vorbereitet, Kreuzritter! Ich mag diese Musik irgendwie immer bei solchen Challenges. Wird auf einmal, wie aus dem Nichts, einfach neue Mark hierher hier einfach auftauchen. Wir können halt teleportieren, wir sind halt hunderte Zauberer und so. Ja, ist das, die gleich wissen, oh, die einen sind tot, die müssen da unbedingt herkommen. Ja klar, die haben Headset. Ja, so. Das ist eine Funkverbindung. Ja. So wie wir in Dragon Ball Xenoverse. Was machen wir? Machen mehr Spielspiele auf. Oh, wir haben den Sprachchat nicht ausgemacht. Ja, das war richtig geil. Ich war eben mit anderen Spielern und ich rede gerade so mit Asuka und auf einmal sehe ich nur, oh, der Sprachchat ist ja. Der wird immer neu resettet, das ist richtig kacke. Das ist scheiße. Ja, immer sobald du ins Hauptmenü gehst, stellt sich das zurück. Weil du sollst ja natürlich auch Spaß dran haben mit anderen Leuten, die dich wahrscheinlich eh nicht verstehen, mit denen zu reden, also. Kannst du mal probieren, so mit Japaner zu reden und so. Ja. Mit Japanern Deutsch zu reden und so. Oh. Do you want Apfel? Do you want an Apfel? Do you want fight und so? You will beat me, the great Lord Frieza! Und ja, der sagt das so. Menschliche Schrei. Interessant. Hilfe, ich werde verfolgt. Von so einer Foxy? Nein, von Killerkreaturen. Von Killerkrebsen. Muss den Loot zwischendrin aufsammeln. Bom 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 bom. So, Gegner stürzen sich immer auf Foxy. Was passiert? Foxy instant tot. Oh, böse Gegner machen. Noch nicht. Die Gegner machen halt so böse Sachen mit Foxy. Weil er so Frau ist und so. Komm mal mit so einem dicken Knüppel an. Und dann kippt ihr einfach um. Hat die selber zu falsch angehört. Ja. Nice, das war extra so. Ja. Die nutzen halt Foxy so zur Fortpflanzung oder so. Was ist nicht? Ja. Was halt. Wenn du von so einem Hund getötet wirst, dann pissen die dir an den Grabstein. Abgesprich aus Erfahrung. Wieso? Das habe ich in so einem Dings, in so einem Vorstellungsvideo zu Reaper of Souls gesehen. Genauso mit diesen komischen später mit so einem komischen Gegnern, so Fledermäusen, glaube ich mal, waren das. Die machen auch so was Böses. Die pissen dir dann auch so auf den Grabstein und so. Alter, diese scheiß Bumm. Das tötet dich immer und immer wieder. Nee, fast immer. Diablo macht Bumm, was passiert, Foxy tot. Ja. Ja, und ich hab das erst noch 3 Minuten gemerkt. Gegner wirft Blitzball auf Foxy tot. So 3 Minuten später. Oh, stimmt ja. Oh, der Foxy ist ja tot. Jetzt werde ich mich beweisen. Okay. Der Foxy ist halt kein Verlust. Kein bemerkbarer. Ja, ja. Dann mache ich doch nicht so viel Schaden und dann. Dann wurden wir die trotzdem noch nicht mehr angehen. Hab ich aber einen Schutzschild.
Ich hoffe super.